Hallo Leute, weiter geht's bei Nexomon. Im letzten Part sind wir tatsächlich einem legendären Nexomon begegnet und dafür eine goldene Nexotrap zu schmeißen, ich glaube, das war nicht übertrieben. Oh nein. Das ist eine große offene Tür. Was bist du denn? Nein. Nein, gegen dich, Giftpilz, will ich nicht antreten. Läuft mir einfach so ein legendäres Nexomon über den Weg. Ist das gescriptet oder kommt das hier halt mit einer Chance von 1 zu beliebige Zahl einsetzen? Ich glaube, ich würde gern wieder wechseln. Mein Vögelchen. So. Oder habe ich jetzt Pech und es kommt gleich wieder irgendwas anderes? Nee. Dich nehmen wir noch mit. So. Gegen die Power Rangers haben wir ja ziemlich gut gekämpft. Somit, glaube ich, sind wir nicht unterlevelt. Und unser kleiner Freund, es ist ebenfalls soweit. Es ist auch viel stärker, als das ich je gedacht hätte. Besonders mit seinem Kopfstoß, der den Gegner so oft verwirrt hat. Und wir damit so viele Kämpfe gewonnen haben. Eigentlich will ich mein Team gar nicht wechseln. Aber mit legendären Nexomon zu kämpfen, wäre vielleicht auch eine Sache. Warten wir es mal ab. Und wir haben wieder unser Ruse Keeper. Okay, gehen wir rein. Die Musik wird langsam bedrohlich. Wow, schaut dir diesen Ort an. Was ist damit? Hm? Was ist los? Dieser Ort sieht aus wie der Turm des Nexalords. Ja, könnte sein. Warum ist das so, Ulsa? Ich erinnere mich nicht. Was? Aber du hast diesen Ort doch gebaut! Folgt mir. Ich zeige euch den Ort, an dem Omnicron Seele gefangen ist. In Ordnung, aber was ist mit den Wächtern? Der Nexalord-Turm. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Chasma so ausgesehen hat. Das sind Käfige. Ketten und Kugeln. Wenn hier hinten irgendwo so ein Nexomite versteckt ist, dann kotze ich. Ich hoffe, die sind schon alle sichtbar. So zum Beispiel. Ich mag die Musik. Das macht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen dramatisch. Ist das das Gefängnis? So, hier sind wir also. Die Tore zum Herzen der Netherworld. Zum Bösen in Person. Gut, lass es uns anpacken. Nicht so schnell. Jeder einzelne Wächter wird versuchen, uns auszulöschen, bevor wir diese Tür öffnen können. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, die Wächter einzeln herauszufordern und zu besiegen. Verstehe, ihre vereinte Kraft wird wohl sogar stärker als Omnicron selbst sein. Korrekt. Nun, wie ihr wisst, hat jeder Wächter seine eigenen Gefangenen. Könnt ihr euch denken, wer das ist? Ja, die Kinder Omnicrons nehme ich an, oder? Fenrir und die anderen, oder? Genau. Auch Omnicrons Kinder verweilen im Chasma. Jedes von ihnen hat eine Kammer, sozusagen. Folgt mir. Es ist einfacher, wenn ich es euch einfach zeige. Oh, und... Bitte, berührt nicht Omnicrons Tor, außer ihr wollt, dass euer Abenteuer vorzeitig endet. Hey, Ulsa ist in die andere Richtung gelaufen. Lass uns ihm fürs Erste folgen, ja. Ich würde so gern das Tor berühren. Ah, nee, dann kommt bestimmt wieder dieser Ziegler-Typ da und wir sind besiegt, ja. So viel Spannendes wird nicht passieren. Aber ich würde halt gerne. Ich bin nun mal so. Berühren. Nicht berühren! Nein, Teleporter. Da seid ihr ja. Schau dich um, Kind. Jeder dieser Altare gehört zu einem Wächter. Gleichzeitig ist mit jedem Wächter auch ein Kind Omnicrons gefangen. Wir müssen den Wächter von jedem Altar besiegen. Aber sind dann nicht die Champions frei? Überlasst das mir. Ich überlasse euch die Reihenfolge, in der ihr die Wächter herausfordert. Aber zunächst wäre es am besten, wenn wir gegen den schwächsten Champion kämpfen.
Medida, Königin des Ozeans. Kommt, folgt mir in ihre Kammer. Ich dachte, ich kann selber entscheiden, wo wir hingehen. Hey, wir sollten Ulsa in Meridas Kammer folgen. Ja, und danach können wir in beliebiger Reihenfolge... Ach. Na dann. Du kannst selber entscheiden, aber nee, wir machen zuerst das. Nett. Ich fühle mich ein bisschen bevormundet, ja. Oh! Die haben es aber schön. Wow, was ist das? Was ist das für ein Ort? Orte wie diesen nennen wir Albtraum. Wächter nutzen die Erinnerung der Gefangenen, um eine falsche Welt zu erschaffen. Auf diese Weise erahnen Gefangene nicht, dass sie nicht frei sind und versuchen nicht zu entkommen. Sowohl dieser Ort, als auch die Leute, die ihr hier seht, sind nicht real. Ein Trickspiel, um die Gefangenen zu verwirren. Allerdings gehören wir nicht hierher. Du musst damit rechnen, dass dich der Albtraum bekämpft. Also ist es wie Inception? Ja, wie Inception. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet, okay? Der Wächter und der Gefangene müssen hier irgendwo sein. Unsere Suche beginnt jetzt. Hier ist es ja wirklich schön. Supertrank. Scheint es doch nicht alles surreal, weil ich denke, ich könnte mir hier drin was kaufen. Dieser Laden macht an einem Ort wie diesem keinen Sinn. Es ist schon eine Ewigkeit her, seit ich zum letzten Mal ein Thema hier gesehen habe. Ich frage mich, warum. Ein sogenannter Albtraum ist das also, okay? Hm, kennen wir uns? Seltsam, nicht viele Themen kommen hier vorbei. Hm, zur Sicherheit. Ich werde noch kurz dich anquatschen. Ha, ich frage mich, wie groß so ein Albtraum sein kann. Moment, wen habe ich an der Spitze? Perchara, perfekt. Gib mir das da. 16? Ich habe Angst, dass ich einen übersehen habe, jetzt schon. Hä, ein Thema? Was machst du jetzt in einem Ort wie diesem hier? Nexomon anschauen. Ungewöhnlich. Vielleicht treffe ich ja nochmal zufällig auf ein legendäres Nexomon. Wer weiß das schon? Für etwas habe ich mir die ganzen goldenen Nexotrap aufbewahrt, ja. Ja, früher dachte ich noch so, boah, das ist selten, boah, cool. Komm schon, wir gehen. Früher dachte ich mir noch so, wow, selten, muss ich mitnehmen. Und jetzt so, ja, nee. Ja, nee. Muss jetzt nicht sein. Wir haben da wieder zwei Wege. Wow, du hältst einiges aus, mein Freund. Schmetterschlag, ouch. Krieg ich ein Level-Up direkt? Falls ja, perfekt. Falls nicht, muss ich es kurz heilen. Level-Up, doch, wie gewünscht. Ja, und die neuen Attacken kommen und gehen auch. Ich gehe erstmal nach links. Oder für euch Richtung Westen. Kann ich hier reingehen? Nee. Ich will aber zu diesem Nexomite-Teil da gehen. Unbedingt. Ein Grund mehr, warum man jeden Weg gehen sollte. Okay, die kann ich jetzt alle nicht mal one-hitten. Welle. Völlig okay. Und Kratzer. Ja, man kann die ganzen Kampfhintergründe hier halt nochmal verwenden. Da kann ich auch nicht reingehen. Nein. Hier komme ich nicht durch, ohne zu kämpfen. Doch, komme ich. Oh, perfekt. Ich nehme das mit, wenn es gestattet ist. Dann kann ich hier nirgendwo mehr hingehen. Nie. Ich kann auch nirgendwo mehr angeln. Wir konnten ein einziges Mal in Nexomon fangen. Ja, ein einziges Mal und dann nie wieder. Na komm, vielleicht finden wir noch ein legendäres, wie gesagt. Du bist kein legendäres. Einmal durften wir angeln. Ein publiges Mal. Und direkt nochmal Level Up. Perfekt. Ich brauche meine ganzen Tränke gar nicht. Aber ja, hier geht es scheinbar nicht weiter, oder? Nein. Das trifft sich sehr gut. Dann haben wir hier alles bisher gesehen. Und hoch da. Hm,
Hier sehe ich wieder nichts. Von wegen Nexomite. Acker haben wir. Tatsächlich. Will ich auch nicht bekämpfen. Sollten wir langsam wissen. Gib mir das Item, nicht das Nexomon. Ungewöhnlich. Ich dachte schon, das sieht so legendär aus, aber nö. Oh, die KP! Seht euch das an, für Level 14 schon über 100. Ich hoffe, es gibt auch dementsprechend viele Erfahrungspunkte. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder Level-Ups gekriegt. Nehme ich das mit. Normale Nexotrap. Ich würde noch gerne eine goldene finden, mal wieder. Jetzt, wo ich weiß, was ich die einsetzen könnte oder sollte. Welle, süß. Da wurde mein Vogel wieder mal gebadet. Wie groß kann so ein Albtraum sein, frage ich euch. Ich meine ja nur, wir haben noch ein paar andere vor uns. Da vorne ist sie. Okay, so viel dazu. Da unten ist noch ein Item. Da ist noch so ein Nexomite. Kann ich einfach an ihr vorbeilaufen? Das wäre nett. Ich versuch's einfach mal. Lalalal. Doch nicht. Na, Bock auf eine Runde Volleyball? Hey. Kann ich euch helfen? Wollt ihr ein Autogramm? Oh nein, ich muss schnell zurück zum Volleyballtraining. Ich unterschreibe später auf eurem Shirt. Bye. Wie? Was? Wow, sie hat uns nicht mal erkannt. Das ist die Macht der Wächter. Der Gefangene vergisst häufig seine Vergangenheit und akzeptiert sein Leben hier. Der Wächter dieses Albtraums muss in der Nähe sein. Gebt 8. Ich gebe 8. Ich gebe sogar 9. Wenn es mir was bringen sollte. Oh nein, ein Wächter. Halt, bevor ich weitergehe. Danke. Ja, okay, das habe ich. Elektrische Fesseln könnte auch was sein. Nee, wir bleiben... Ja, wir bleiben dabei. Ja, ist in Ordnung. Solange ich besser ausweichen kann, könnte es für den Sieg reichen. Digga! Ja. 24. Habe ich jetzt schon die ultimative Attacke erlernt? Moment. Fähigkeiten. Kraftvoller Schock. Ne, knallender Schock. Ja, das brauche ich doch. Wir machen das hier weg und machen das hier rein. So. Suchen wir es gleich. Knallender Schock! Damit bekommen wir die Gegner mit einem Schlag down. Ja, wir kommen gut voran. Wir kommen echt gut voran. Ja, dich nehmen wir auch noch gleich mit. Sehr schön. 25 vielleicht? Nein. Aber gut, der erste Wächter. Wo finden wir dieses komische Ding? Und vor allem, wie sollen wir ihn besiegen? Hey, was macht denn der Typ da? Breeze. Der hieß doch Breeze, oder? Ich glaube, ja. Du? Breeze, bist du es? Woher kennst du meinen Namen? Psst, er ist nicht dein Freund. Er ist nur eine andere Illusion dieser Welt. Aber was macht er hier? Ihr Kinder, ihr seid nicht aus dieser Welt, oder? Woher weißt du das? Aha, ich hab's gewusst. Wieso weiß er Bescheid? Mit trainierten Augen im Mind bemerkt man viele Ungereimtheiten in dieser Welt. Und ihr habt gerade bestätigt, dass das hier eine Art Illusion ist. Der Wächter erstellt einen Detektiv, schlau genug, um das herauszufinden? Also sag mir, was ist der Grund dieser falschen Welt? Warum bin ich hier? Es kann nicht schaden, ihm die Wahrheit zu erzählen, oder? Vielleicht doch. Ein Gefängnis für diese Frau? Und ich bin nur ein Lückenfüller? Na gut, dann lass uns den Wächter zerstören. Du wirst uns helfen. Du wirst verschwinden, sobald der Wächter besiegt ist. Diese Frau ist nicht die einzige Gefangene hier, Kind. Solange der Albtraum existiert, bin auch ich gefangen. Nein, danke. Ich bin mir sicher, der echte Breeze würde dasselbe tun. Da kannst du recht haben, ja. Ich hoffe, der hilft uns jetzt ein bisschen, weil... Diese Wächter... Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind. Tornado! Flusper.
Haben wir unter Umständen zum ersten Mal gesehen. Diesen Vogel. Kam jetzt auf jeden Fall nicht bekannt vor. Noch ein Elixier mitnehmen. Und ich hoffe, damit sind wir bereit. Da oben sieht so finalmäßig aus. Ja, toll, ich sehe da was funkeln und ich darf es nicht mitnehmen. Noch nichts. Sie ist hier. Zeig dich, Wächter der Merida. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo. Ihr gehört nicht hierher. Verschwindet, ich will euch nicht verletzen. Wir sind gekommen, um Omrikons Seele zu zerstören. Der König der Monster? Warum solltet ihr das tun? Eines Tages wird er in die Menschenwelt zurückkehren und nicht einmal die Wächter können etwas dagegen tun. Und du denkst, ein Kind könnte das? Ich bin der Nexolord, ja? Einem Wächter zu trotzen ist ein Verbrechen, das Dimas verjährt, junger Nexolord. Du wirst mit einem ewigen Aufenthalt in Chasma bezahlen. Ich kann es nicht fangen. Oh nein. Okay, okay. Schneller Ausbruch. 1000 LP, das kriegen wir hoffentlich hin. Sehr schön. Ich denke, die Level mit den eigenen Nexomon mit, kann das sein? Die KP bleiben, aber die Stärke wird sich so ein bisschen davon ableiten, wie stark unser Team ist. Autsch, das war nicht so fair. Aber bisher alles gut. Eisangriff. Nein, lass das jetzt mal. Ich kann mich noch nicht selbstständig heilen, aber ich habe ja Items. Die ich jetzt einsetzen werde. Ich denke, ein Supertrank müsste ausreichen. Ja. Nicht riskieren, wie gesagt. Vergiftetes Wasser. Bin ich vergiftet? Nein, bin ich nicht. Alles noch gut. Wir machen nicht so viel Schaden, wie ich das gerne sehen würde, aber... Verzeihung, warum triffst du mich? Ständig. Eisangriff. Schon wieder getroffen. Komm schon, Perchara, das kriegst du hin. Diesen Angriff noch überstehen. Und es erledigen. Tornado. Okay, erster Wächter besiegt. Ich konnte es nicht fangen. Ist bestimmt auch ein legendäres Nexomon. Ja, natürlich ist es das, aber... Du Idiot. Die Wächter sind diejenigen, die eure Welt beschützen. Du beschwörst dein eigenes Unheil, Nexolord. Ist das so, ja? Wir müssen uns beeilen. Solange Merida in dieser Welt existiert, kann sich der Wächter erholen. Verstehe. Ein Wächter weniger. Wenn das so weitergeht, kann niemand Omnikron vor uns beschützen. Das war also die Kreatur, die diese Welt erschaffen hat. Dann wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch ich verschwinde, oder? Ja, aber das wusstest du. Sind wir ehrlich, das wusstest du. Haben wir dir gesagt. Und schon fast die Hälfte der Nexomites. Um eine goldene Nexotrap. Wunderbar. Wäre es nicht am einfachsten, wenn wir jetzt die Kinder von Omnikron fangen? Ich meine ja nur. Du bist es. Ich erinnere mich jetzt. Und das hier, das muss das Chasma sein. Merida, wir haben den Wächter dieser Welt zerstört. Ich werde deine Seele zurück in den Vortex schicken. Verstehst du? Tja, wie auch immer. Ihr habt das gleiche mit Omnikron vor, oder? Haben wir. Es wird Zeit zu beenden, was ich angefangen habe. Anscheinend haben die Menschen diesen Krieg gewonnen. Aber nicht ohne Hilfe. Selbst mein eigenes Blut verrät mich. Hey, Kind. Bevor ich gehe, sollst du eins wissen. Ich habe dich in diesem Volleyballspiel gewinnen lassen. Nein, du bist einfach nur schlecht. Du Kleiner! Ich glaube wirklich, dass sie mich gewinnen lassen hat. Sie ist weg! Gott, das war doch echt nicht nötig. Du hast sie nicht spielen sehen. Was ist das für ein Vortex, von dem du gesprochen hast? Auf gewisse Weise ist es der Geburtsort der Nexomon und gleichzeitig eine Dimension ohne Rückkehr. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Der Vortex ist ein Thema, über das wir uns später unterhalten können. Breeze,
Du bist eine Kreation der Wächter und deine Existenz ist verbunden mit der Meridas. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor du mit dieser Welt verschwindest. Es tut mir leid. Na, ärger dich nicht, ihr habt mir einen Gefallen getan. Grüß den realen Breeze von mir, ja? Kommt jetzt, wir müssen in das Chasma zurück. Ich habe den Nexomite unten mitgenommen, oder? Habe ich. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ich dachte mir jetzt echt, ich könnte Merida noch irgendwie fangen oder so, aber... Scheinbar ist das kein Ding. Das existiert. Okay, wir sind zurück. Okay, mal sehen. Noch 4 weitere Wächter und... Leute! Warum ist er mitgekommen? Was zur Hölle? Breeze, wie ist das möglich? Weiß ich nicht, ich bin einfach ins Portal gegangen und hier bin ich. Merkwürdig. Vielleicht ist es der echte Breeze. Nein, ich würde es spüren, wenn ein echter Mensch das Chasma betreten würde. Dieser Mann ist definitiv von einem Wächter erschaffen. Oh Mann, mein Tag ist ruiniert. Zumindest schadet es nicht, ihn dabei zu haben, oder? Nein, ich denke nicht. Ich werde euch helfen, wir müssen das ergründen. Wie ich gesagt habe, wir müssen noch 4 weitere Albträume besuchen. Da ihr nun versteht, wie das funktioniert, könnt ihr euch aussuchen, wohin ihr als nächstes geht. Links findet ihr Grundas Kammer und rechts die Kammer von Fauna. Auf geht's! Du kannst jetzt jeden Albtraum betreten. Gut, ich würde sagen, gegen den hier habe ich schon ein paar Mal gewonnen, oder? Der kommt jetzt nicht so viel. Ich würde sagen, wir starten mit... Frulf, ja. Ein Segler hätte ich gerne, muss ich sagen. Sandsturm kann weg und Segler wird aktiviert. Steinwall nehmen wir auch mit. Machen wir dafür den Steinschlag weg. So. So werden wir es versuchen, aber erst beim nächsten Mal. Für heute war es das mit Nexomon. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!